Kabarett im Koffer, meine Damen und Herren. Kunst aus Dosen oder Musik auf Flaschen. Man könnte gleich sagen, Stimmung durch Platten. Wir beginnen. Achten Sie auf den Ansatz der Trompete. Ein direkter Nachkomme des Trompeters von Säckingen. Heute wollen wir einmal richtig ausgelassen sein. Heute kümmern uns die Sorgen nicht, denn heute wollen wir uns freuen. Kraft durch Freude wollen wir sammeln, sind wir stets bereit. Zum Diebstahlblasen haben wir noch Zeit. Ganz groß soll heute die Stimmung mal sein. Ganz groß wollen wir das Leben zu uns freuen. Denn Lustigkeit und fröhlich sein, das sollen wir uns erholen heute und Losungsworte sein. Ganz groß wird heute auch Stimmung gemacht. Ganz groß, bis alles froh ist und lacht. Zum Schluss ist dann der Teufel los und alle singen bloß. Heute war's ganz groß. Wir hoffen, Sie auf 40 Grad im Schatten zu haben. Wir werden Sie zum Sieden bringen. Nein, lassen Sie die Tanzbeine bei dieser Platte mal im Winterschlaf. Wir gehen Ihnen jetzt auf die Ohren, auf das Herz, aufs Gemüt. Tatjana Birkicht plaudert musikalisch aus ihrer Vergangenheit. Darf eine Frau das? Natürlich. Wir wollen doch wissen, warum er der Letzte und auch der Letzte war. Als ich dich zuerst erblickte, wie dich da der Kragen drückte und vor Angst schien das Parkett noch glätter. Stotternd riefst du, diese Hitze, sehen Sie, wie ich transpiriere, und wir sprachen sinnig übers Wetter. Holde Zeiten voll verliebter Schüchternheit, jeder Witz färbt mir die Wangen rot. Ach, was sind wir großen Menschen nüchtern heut, und wie tut uns etwas Torheit Not? Den ersten Tanz mit dir, den kann ich nie vergessen. Da durfte ich dir dicht im Arme ruhen. Im Polkaschritt haben wir den ganzen Saal durchmessen. Ich tanzte leider meist auf deinen Schuhen. Du hast mir Herz und Blumenstrauß geknickt und außerdem die Turbulenz zerdrückt. Doch bei der letzten Runde hab ich eingesehen, dass du der Nette bist, für mich der Letzte bist. Und darum war der erste Tanz so wunderschön. Sie hat den Namen nicht gesagt. Recht hat sie. Nimm's nicht so tragisch. Es war die Stimme ihres Herrn, die es verboten hatte. Sowas kann passieren, aber es gibt schlimmere Dinge auf Erden, größeres Pech, dickere Sorgen. Udo Fietz, der Erfinder des Zwerchfellerschütterungsbacillus, wird ihr Schicksal jetzt mal in seine lustigen Hände nehmen. Sie werden sehen, man braucht selbst eine Schwiegermutter nicht zu tragisch zu nehmen, wenn man keine hat. Du hast ein Motorrad und freust dich natürlich, weil es knattert und stinkt und läuft wie der Blitz. Und bleibst doch mal stehen oder schimpfst du gebührlich und machst dich zur Zielscheibe für manchen Witz. Versuch den Benzinesel nochmal zu kitzeln. Mensch, nimm doch Laxin, dann läuft ihr zu zweit. Die sind ja bloß neidisch. Lass dich nur bewitzeln, nimm's nicht so tragisch, es vergeht mit der Zeit. Du wohnst im Hotel, bist kaputt von der Reise. Du sehnst dich nach Ruhe und haust dich gleich hin. Da hörst du es wittern, mal laut und mal leise, und merkst, nebenan ist ein Hochzeitspaar drin. Wo ist denn mein goldiges, putziges Häschen? Gib Küsschen. Jetzt weißt du Bescheid. Den Schlaf gibst du auf bei den zärtlichen Späßchen. Aber nimm's nicht so tragisch. Vergeht mit der Zeit. Lassen Sie die Fantasie ins Kraut schießen. Film, Varieté. Was kann das sein? Drucksache.
Wir lassen Ihnen keine Zeit. Hätten Sie schon vorher eine neue Nadel genommen, brauchten Sie jetzt nicht so lange auf die andere Seite zu warten. Aber gnädiges Fräulein, Ihr Verlobter kann doch inzwischen wieder aufdrehen. Ach so, Sie sind elektrisch. Ja, dann...